Servus zusammen an alle Bergliebhaber, Gipfelstürmer und die, die es noch werden wollen. Ich stehe hier gerade bei noch bestem Wetter an alle Heiligen am Top of Wilder Kaiser, der Elmauer Halt auf 2344 Meter. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour ist, dann bleibt dran. Einen schönen guten Morgen vom Wilden Kaiser. Ich stehe am Parkplatz Wochenbrunner Alm. Das Ziel für heute heißt Elmauer Halt. Ist ein schöner Klettersteig oben, Kategorie B. Ein bisschen eingemischt auch mit Freikletterstellen bis zum ersten Grad. Schauen wir uns mal an, wie das heute ist. Und mit dem Sonnenaufgang im Hintergrund geht es für uns jetzt erstmal ganz gemütlich zur Krutenhütte. Und da die sagen, packen wir auch. So. Zum Anfang geht es hier erstmal ganz gemütlich durch so einen kleinen Wald. Lässt sich sehr gut gehen. Ja, die Tour heute ist aus zweierlei Gründen äußerst interessant. Zum einen mal, wir waren gestern mit dem Franz zusammen im Karwendel auf der Lamsenspitze unterwegs. Schaut mal, Video findet ihr auf meinem Kanal. Ja, und das war natürlich auch konditionell schon mit den 1350 Höhenmeter ein bisschen Herausforderung. Und dann schauen wir mal, wie gut heute die Kondition durchhält. Ich merke es natürlich in den Beinen, aber ich denke, es kriegen wir hin heute. Zum anderen haben wir heute ein bisschen ein Wetterthema. Gestartet sind wir zwar hier bei absolutem Kaiserwetter, aber es wird im Laufe des Tages, des Nachmittags, wird eine Regen- und Kaltfront einziehen. Ist hier gemeldet für ca. 15 Uhr. Schauen wir mal. Gestartet am Parkplatz bin ich kurz nach 7 Uhr morgens. Es dürfte sich eigentlich ausgehen, dass ich zumindest, wenn es anfängt zu regnen, wieder an der Krutenhütte zurück bin und aus dem Klettersteig aussehe. Nichtsdestotrotz, es besteht die Chance, dass wir abbrechen müssen. Wenn dem so ist, werde ich es natürlich hier auch zeigen. Ich will ein bisschen hier auch authentisch sein und wenn wirklich was nicht passt und schief geht, dann seht ihr das hier auch. Hier wird nichts beschönigt. Rückblick hier nochmal auf einen kleinen Teil der Aufstiegsroute zur Krutenhütte. Ja, da ging es jetzt hier gerade mal hier ein bisschen mühsam durch diese Schuttkar hoch. Und weiter vorne jetzt hier kommen wir mal ein bisschen Schrofen, Steilstufen. Ist aber alles noch weit im Rahmen. So, da sind wir angekommen, an der wunderschön gelegenen Krutenhütte. Ich habe jetzt vom Parkplatz hier auf wie ziemlich genau eine Stunde braucht. Angegeben ist mit 1 Stunde 45. Also bin gefühlt super im Zeitplan. Das macht sehr viel Hoffnung, dass ich das heute Mittag mit der Regenfront sauber ausgehen könnte. Und jetzt allein hier oben, schaut mal, gibt es schon ein super Panorama. Wenn das nicht ein Daumen wert ist. So, da herum gibt es jetzt erstmal eine kurze, verdiente Rotzeitpause. Ein bisschen Kraft tanken, bevor es dann nachher da weitergeht Richtung Elmauer Halt. Erst ein bisschen nochmal aufsteigen, oben durchs Blockgelände. Und da
sieht man schon das Ziel, die Elmauer halt. So, nochmal kurzer Rückblick auf die Kruttenhütten. Hier oben zieht langsam auch schon ein bisschen der Föhn ein. Ich bin mal gespannt, wie das oben wird. Ja, der Weg, das Gelände wird langsam auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir sind hier schon im T3-Gelände unterwegs. Geht jetzt hier ein bisschen durch Blockgelände auf, ist aber gut markiert. Sind wir jetzt am K unterhalb der Elmauer Halt, kann man schon so ein bisschen sehen, wo dann hier nachher der Klettersteig aufgeht. So, nochmal ein kurzer Rückblick auf die Aufstiegsroute durch das K hier und das Blockgelände. Das geht im Prinzip von da drüben hier so ein bisschen in Schlangenlinien durch das Gelände durch. Ist ein fantastisches Gelände zum Laufen, also macht echt super Spaß da herinne. Es ist gut markiert, aber man muss tatsächlich ein bisschen schauen mit den Markierungen, sonst läuft man ruckzuck mal in die falsche Richtung. Das ist zwar nicht schlimm, macht es aber dann unnötig schwer. Also schaut es einfach immer schön von Markierung zu Markierung, dann passt es. Für uns geht es jetzt hier langsam immer steiler, da weiter auf. Ja, Freunde, ihr seht's. Jetzt sind wir hier schon im etwas bisschen anspruchsvolleren Gelände angekommen. Die Stöcke habe ich schon vor kurzem unten im Blockgelände deponiert, weil die werden jetzt hier definitiv fehl am Platz. Und Helm habe ich auch auf, habe ich euch auf die Helmkamera gepackt. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier oben noch so erwartet. Aktuell ist das hier super gutes gestuftes Schrofengelände, lockeres Einser, Klettergradgelände. Wer das gewohnt ist, überhaupt kein Problem, absoluter Genuss. Und da kommt wieder Gehgelände. Jo, alles gut zum Gehen. Immer da. Also bisher, wie gesagt, sind wir hier maximal im Einser bzw. Kategorie A-Gelände unterwegs. Das ist für Geübte absolut problemlos machbar. Ja, hier geht es schön über diese Bänder der sogenannten Gamsenge. Das ist schon sauber ausgesetzt. Also da hat man einen super Tiefblick. Absolut schwindelfrei muss hier sein. Aber wenn du da oben fliegst, dann fliegst. Kriegt jetzt schon auf Empfehlung von mir. Und wer beim Panorama vorhin noch nicht einen Daumen gegeben hat,
da die sagen, spätestens jetzt ist das doch einer wert. Oh, da pfeift's. Sauber schönes Blockgelände. Und jetzt? Gerade auf hier rechts zu mir. Ja, probieren gerade auf hier, oder? Geht. Ein beherzter Zug. Und schon stehst du um. So, ich hoffe, man kann es vom Helm obi gut sehen, aber hier hat man einen sauberen Tiefblick nach unten. Ihr seht direkt geradeaus unten die Gruttenhütten. Ganz links der Fähre ist die Gaudiamushütten. Da gehst du zum Beispiel hin, wenn du aufs Elmauer Tor auf willst. Und da unten haben wir die Wochenbrunner Alm, unseren Parkplatz, der Ausgangspunkt. Und hier sind wir jetzt am interessanteren Teil des Klettersteigs angelangt. Das ist die berühmte Jägerwand mit den vielen Eisentritten drin. Die habe ich jetzt tatsächlich letztes Mal das Klettersteigset angelegt, weil Sicherheit geht vor. Und dann darf ich sagen, greifen wir an. Sauber eng an der Wand hier. Jetzt geht der Puls mal 10 Punkte hoch. Wir sind jetzt hier aktuell bei 2 Stunden 40 vom Parkplatz hierher. Finde ich immer noch eine super Zeit. Weil ich glaube, mit 3,30 ist der ganze Aufstieg angegeben. Und wir sind schon relativ weit hier am Aufstieg fortgeschritten. Servus! So, Jägerwand, Leiter haben wir hinter uns. Jetzt geht es hier wieder ein bisschen gemütlicher im blockigen Klettergelände weiter. Ja, ganz entspannt. Jo. Aber jetzt wieder ein bisschen steiler. Aber ist absoluter Genuss. Ich sehe es auch, ist super gut markiert die Route. Also wenn man hier ein bisschen schaut, verhauen kannst du hier gar nicht. Auch im freien Gelände nicht. So, das schaut mir jetzt hier schon eh wie ein oberer Einser, unterer Zweier aus. Läuft. Oh ja, jetzt wird es ordentlich steil. Das war jetzt locker schon ohne Seil ein guter Zug. Ein bisschen speckig. Machen wir das.
purer Kraft. Geht schon. Sag mal, der ist locker. Geht gar nicht. Ja auch. Ja, sag mal. Das ist ja scheiße. Machen wir das jetzt? Den vertraue ich aber nicht. Lass mal den nehmen. Auch locker. Sag mal. Was ist denn hier los? So. Wir müssen der ganze Scheiß hier locker. Achso, hier ein bisschen die Arschlochstelle gewesen. Das sollte man nicht machen. Zum Glück ist keiner unter mir. Ja Leute, schaut's immer. Bei Tritte und bei Griffe schmeißt es bitte kein Stor auf. Das war jetzt ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ach komm schon. Und einmal da jetzt ziehen. Sauber, da entspannt sich's wieder. Das ist ein Ausblick. Okay, jetzt schauen wir mal da Richtung Westen. Das müssen wir ab jetzt gut im Auge behalten. Da sägt sie langsam die Front, kommen wir. Ja. Dürfen wir keine Zeit verplempern. Okay. Arschlochstelle, die zweite. Na, geht. Es ist schon nie anspruchslos hier. So, hier haben wir jetzt eine Wegverzweigung. Zumindest denke ich, dass es die sein müsste nach der Beschreibung. Hier kannst du jetzt entweder links durch diese enger werdende Rinne oder fast Kamin kannst gehen, da ist dann oben eine Leiter. Oder wir gehen rechts, ein bisschen ausgesetzter über das Wandelaufweh. Ich hätte fast Bock rechts zu gehen. Klettersteigset ist ja an, können wir uns sichern. Freilich, wir gehen rechts. Ja, ich glaube vom Schwierigkeitsgrad her geben sich beide Varianten nichts. Auch die mit der Leiter ist als BC angegeben, weil die ist oben ein bisschen klar Stückel überhängend ist. Das hier ist halt ein bisschen ausgesetzter. Ich meine, wenn man da zu oben schaut, geht schon gut. Westen schaut auch noch gut aus. Passt. Puh.
Fantastische Landschaft hier. Hört mal den Spalt da an. Brutal. So, und immer der schönste Moment, wenn das Gipfelkreuz in Sicht rückt. Diese Schlussmotivation. So, wie ihr seht, wir sind jetzt hier schon wieder am Abstieg von der Elmauer halt. Für die Statistiker. 3 Stunden 15 habe ich jetzt von der Wochenbrunner Alm bis zum Gipfel aufgebraucht. Ist eine sehr gute Zeit. Und wir schauen jetzt mal, dass wir nach oben kommen, solange gutes Wetter ist. Und vor allen Dingen schauen wir uns mal den anderen Abschnitt des Klettersteigs mit der Leiter an. So, da seht ihr es mal. Hier teilt sich von oben sozusagen der Weg. Da links sind wir aufgekommen mit der ein bisschen ausgesetzten Wand und da rechts geht es jetzt in die Schlucht mit der Leiter ein. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, machen wir da mal einen Tiefblick. Ja, leck. Das schaut schon sauber aus. Das schaut schon echt sauber aus. Okay. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den ersten Tritt hier sauber haben. Jo. Ja, leck ist die überhängend. Oh jo. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt, was den Überhang angeht. Das geht ein bisschen auf die Kraft, aber auch hier der Tipp, immer am langen Arm hängen. Ah, da geht das einwandfrei. Da würde ich sagen, dann mal schauen, dass wir rückwärts gehen. Fest. Ah, langen Fuß. Ach ja. Alles halb so wild. Ja, also das Seil hilft schon brutal gut hier. Jo. Passt. So, jetzt sind wir wieder hier am Aus- bzw. Einstieg von den Trittleitern angeschaut. Jetzt seht ihr die auch mal von oben.
Es sieht schon brutal gut aus, das Teil. Und da gehen wir jetzt ganz sauber ein Vorderstück rückwärts auf. Ja, das geht gefühlt Obi auch irgendwie einfacher. Ja, brauchst du das kein Set beim Obi gehen. Aber bloß das Sandy loslassen. So, am Ausstieg von der Jägerwand habe ich jetzt wieder umgebaut. Klettersteigset weg, Helm weg. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt gehen wir eigentlich ganz gemütlich wieder runter zur Wochenbrunner Alm. Und wir sehen uns dann am Auto für ein Tourenfazit. Jo, servus, ich bin wieder unten angekommen an der Kruttenhütten. Ich habe mich jetzt spontan dazu entschieden, dass ich das Outro und das Tourenfazit jetzt hier unten mache, weil unten am Parkplatz ist erfahrungsgemäß immer sehr reger Betrieb. Ja, ich habe jetzt bis hierhin für die ganze Tour 5 Stunden 15 gebraucht. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr, sehr gute Zeit. Wenn wir jetzt mal kurz den Blick Richtung Westen richten. Der Wetterbericht hat soweit recht. Das schlechte Wetter kommt, die Regenfront. Ich brauche jetzt ungefähr noch eine halbe, dreiviertel Stunde runter bis zum Parkplatz. Ich denke, das Rennen gegen die Regenfront habe ich einwandfrei gewonnen. Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare ein, wie es bei euch war. Habt ihr schon mal Touren gemacht, wo ihr das schlechte Wetter im Nacken gehabt habt? Und wenn, wie ist es ausgegangen? Habt ihr es noch gepackt oder seid ihr in den Regen gekommen? Ja, zur Tour selber, Elmauer Halt. Sehr abwechslungsreich, definitive Empfehlung von mir. Für Leute, die unsicher sind, für Einsteiger empfehle ich definitiv ein Klettersteigset mitzunehmen. Helm ist dringend angeraten, da oben liegt unheimlich viel Schotter überall im Weg drin, wenn da Steine oben runterkommen. Besser, sie treffen den Helm als euren Kopf. Der Gipfel ist relativ wenig Platz oben, geht es da am besten irgendwann mal unter der Woche ein. Jetzt nicht unbedingt am Sonntag, wenn super Wetter ist, da steht es da oben gegenseitig auf die Füße. Aber so, heute, dafür, dass Feiertag war, war erstaunlich wenig los. Das hat mich selber überrascht. Aber schaut, wenn ihr da wirklich ein einsames Gipfelerlebnis haben wollt, geht's da werktags hoch. Ja, ich fand die Tour super, super spannend, extrem abwechslungsreich. Es ist eigentlich von allem was drin gewesen. Also insofern, darf ich mal sagen, die wird mit Sicherheit in die Liste der Top 5 bei mir reinkommen. Ja, ich schaue jetzt, dass ich runter zum Auto hatsch. Wenn es euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, gerne auch ein Kanalabo und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Nochmal schöne Aussicht. Ich hoffe, man kann es auf dem Video erkennen. Aber da spickt der große Glockner hervor im Hauptkamm. Und da drüben haben wir nochmal den großen Venediger. Brutal. Gewaltig. Ja, und da drüben. Zeigt sauber schlechte Wetter ein. Ihr denkt euch auch, was macht der blöde Zweibeiner da am Berg, oder? So, wie mache ich das jetzt? Der ist locker. Nicht gut, gar nicht gut.
Nimm mal lieber den. Oh, schön. Ja, da kommen wir Hammerspitzen-Vibes auf hier. Jo. Jetzt labert das Handy in die Aufnahme rein. Sauber! So, jetzt haut sich die Kamera an, oder? Ach, geht. Wie schöne Stelle. Mit dem alten Neo am Berg unterwegs. Der ist am Feiertag. Passt. Schrofen for the win.